Ich möchte mich bedanken für die Einladung. Ich möchte mich bedanken bei dem Landesverband Nordrhein-Westfalen für all diejenigen, die das nicht wissen und vielleicht auch nicht hören. Ich freue mich immer wieder, in meiner Heimat zu sein als Ostwestfälin. Vielen herzlichen Dank an den Landesvorsitzenden Martin Vinzenz. Schön, dass du da bist. Dankeschön auch an die Bundestagsabgeordneten, an die vielen Landtagsabgeordneten, die jetzt hier sind, aber vor allen Dingen an Andreas Larsch für die ganz tolle Organisation dieser Veranstaltung. Vielen herzlichen Dank auch an die vielen Helfer, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Ich habe da eben jetzt auch Leute gesehen in der Garderobe. Vielen herzlichen Dank für die Hilfe. Und ich möchte mich auch bei der Sicherheit, bei der Polizei und bei dem Bundeskriminalamt bedanken, dass sie diese Veranstaltung und auch mich persönlich schützen. Wir sind in verrückten Zeiten angekommen. Es sind historische Tage, die wir gerade erleben. Deutschland hat die Nase voll, Deutschland geht auf die Straße und das ist gut so. Die Bauern haben mit ihren Protestkundgebungen den Anfang gemacht. Es geht nicht nur um den Agrardiesel, es geht um viel mehr. Deshalb steht die große Mehrheit der Deutschen hinter den Protesten der Landwirte. Deshalb haben so viele andere Berufsgruppen sich den Protestlern angeschlossen. Handwerker, Spediteure, Mittelständler, all jene, die produktiv etwas leisten, die dieses Land am Laufen halten und die von der Politik dieser Regierung Zug um Zug gegängelt, ausgeplündert, um die Früchte ihrer Arbeit gebracht und in ihrer Existenz bedroht werden. Deshalb stehen auch wir als AfD an der Seite der Landwirte, die darum kämpfen, als freie Unternehmer arbeiten und wirtschaften und uns alle mit wertvollen und gesunden Nahrungsmitteln zu versorgen. Und wir sind stolz auf sie. Wir sind stolz auf unsere Bauern. Danke euch allen, die ihr in diesen Tagen die Bauernkundgebung auch unterstützt habt, den Landwirten Solidarität zeigt, sie mit Kaffee und auch Mahlzeiten versorgt und sogar selbst an Protestfahrten teilnehmt. Vielen herzlichen Dank dafür. Die Ziele, für welche die Bauern, Handwerker und Mittelständler einstehen, sind auch unsere Ziele. Wir brauchen eine Politik, die nicht länger die wirtschaftliche Basis und den Wohlstand unseres Landes, unsere Heimat und die Zukunft unserer Kinder auf dem Altar einer größenwahnsinnigen Klimaschutz, Energiewende, Transformation und Verbotspolitik opfern. Es ist verräterisch, dass Grünen-Politiker, die unser Land zwangsweise transformieren wollen mit ihrer Verbotspolitik, in ihrer Polemik gegen die Bauernproteste von Umsturzfantasien fabulieren. Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hat dafür klare Worte gefunden. Umsturzfantasien mag Herr Habeck haben, aber nicht unsere Landwirte. Bezeichnend ist auch, dass Herr Habeck nicht gesprächsbereit war, wenn Menschen, denen die Existenzvernichtung droht, mit ihm reden wollen und Fährenflucht begangen hat, anstatt sich mit diesen Leuten zu unterhalten. Als Vizekanzler, da stellt man sich doch hin.
Den Leuten steht das Wasser bis zum Hals. Und es ist seine verdammte Aufgabe, die Verantwortung dieser Bundesregierung, auch eines Kanzlers, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen und nicht wegzulaufen. Es muss Schluss sein mit einer Politik, die für alles und jeden Geld hat. Für Radwege in Peru, Energieeffizienz in Montenegro, Gesundheitsreform in Usbekistan, Klimaschutz in Indien, Stromversorgung in Bangladesch, aber für die eigenen Bürger nichts mehr übrig hat. Eine Regierung, die über 60 Milliarden Euro für Entwicklungshilfe mit 450 Projekten in 109 Ländern ausgibt und rund 50 Milliarden Euro für Migranten, will uns erzählen, wir müssten alle sparen und sie müsse um jeden Preis, sage und schreibe, 900 Millionen bei unseren Bauern einsparen, auch wenn es viele von ihnen die Existenz kostet. Das ist an Verantwortungslosigkeit nicht mehr zu unterbieten, liebe Freunde. Und dabei sind die 50 Milliarden Migrationskosten in nur einem Jahr lediglich die offiziellen Zahlen. Na, was da noch alles an indirekten Kosten draufkommt für Infrastruktur, Verwaltung, Sicherheitskräfte, Personal und all die zahllosen indirekten Profiteure und Aktivisten dieser verirrten Asylindustrie. Der Ökonom Bernd Raffelhüschen hat in einer Studie für die Stiftung Marktwirtschaft die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung aufgestellt für die deutsche Migrationspolitik seit Merkel, die er dumm wie Stroh nennt. Da hat der gute Mann recht. Dumm wie Stroh. Berechnet man die Nachhaltigkeitslücke, also die gesamten zukünftigen Verpflichtungen mit ein, landen wir bei einer berechneten Lücke von, sage und schreibe, wer weiß es, die Haushaltspolitiker? Da habe ich die richtige Zahl gehört. Fast 6 Billionen Euro sind die Kosten dieser fatalen Politik. Das ist eine Zahl mit 12 Nullen, fast so viele, wie in dieser Bundesregierung sitzen. Allein im eben abgelaufenen Jahr 2023 sind fast 500.000 Nicht-EU-Migranten dazugekommen. 330.000 Asylanträge plus 130.000 für einen Familiennachzug. Ein Drittel davon Syrer, Türken und Afghanen. Und ich konnte eigentlich erst den Zahlen gar nicht glauben, weil ich mich frage, warum denn eigentlich die Türken? Die Türkei ist doch ein super NATO-Mitglied und der Erdogan unser Freund. Was haben die ganzen Türken hier zu suchen, die ihren Asylantrag stellen? Das habe ich nicht ganz verstanden, aber vielleicht kann das ja diese Bundesregierung erklären. Aber beide Zahlen, also die Erstanträge plus Familiennachzug, sind sprunghaft nach oben angestiegen. Und die 100.000-fachen ukrainischen Kriegsflüchtlinge, die das Bürgergeld aus anderen EU-Ländern nach Deutschland gelockt hat, sind in dieser Rechnung noch gar nicht enthalten. Und das ist das Dramatische. Das Leid der ganz normalen Bürger, der Verlust der Heimat und der öffentlichen Sicherheit ist hier noch gar nicht drin und lässt sich ohnehin nicht in Geld und nackten Zahlen ausdrücken. Seit dem Asyldammbruch 2015 werden jährlich 1.000 Frauen Opfer von sexueller Gewalt durch Zuwanderer. 3 schwere Übergriffe am Tag, 1.000 im Jahr, 7.000 seit Merkels Willkommensputsch. Liebe Freunde,
Das muss sich ändern. Und deswegen stehen wir und nur wir für eine grundsätzliche Migrationswende. Recht und Gesetz müssen wieder konsequent angewandt werden. Konsequent! Die Grenzen müssen geschlossen werden. Illegale Migranten müssen ohne Ausnahme abgewiesen werden. Wer sich unberechtigt hier aufhält, muss abgeschoben werden. Kriminelle, Terroristen und Sozialbetrüger, die missbräuchlich eingebürgert wurden, müssen den deutschen Pass wieder abgeben, liebe Freunde. Das und nur das verstehen wir unter Remigration. Das ist keine Vertreibung, wie irgendwelche linken Aktivisten steuerfinanziert vom Korrektiv uns unterschieben wollen. Das ist das Gegenteil. Denn Recht und Gesetz kommen dadurch zur Anwendung im Interesse aller Bürger, einschließlich aller rechtstreuen Bürger mit migrantischem Hintergrund, die sich positiv in unser Gemeinwesen einbringen. Und vielleicht noch eine Sache, die letzte Woche passiert ist oder diese Woche. Wir haben ja erst Samstag dieser ominöse Geheimplan. Da sieht man ja schon, dass die Regierung unglaublich Panik hat. Ne? Also da kann der Habeck nicht an Land gehen. Alle wollen die Ampel weghaben, die regieren einfach weiter gegen die Mehrheit der Bevölkerung. Denn über 80% wollen endlich eine neue Bundesregierung haben. Dass dort so eine, wie soll ich das sagen, widerwärtige Verleumdungs- und Zersetzungsstrategie gegen den politischen Konkurrenten angesetzt wird, das ist absolut schamlos und eine Schande für unseren Rechtsstaat. Solche Zersetzungs- und Diffamierungskampagnen kennen wir nur aus der DDR, aus solchen Regimen, wo der Gegner verächtlich gemacht wird, der Andersdenkende. Und das sind schon Strategien, die mich an ganz andere Zeiten erinnern. Ich kann euch aber sagen, wir werden uns davon überhaupt gar nicht beeindrucken lassen. Wir werden genauso weitermachen und Kurs halten wie bisher, denn das wird das Superwahljahr für die AfD. Denn wir sind angetreten, um Deutschland wieder in Ordnung zu bringen. Und dieses Versprechen werden wir einlösen. Täglich erkennen mehr Deutsche, dass die Ampel sie um Freiheit und Wohlstand bringt und dass es ihnen mit der Union auch nicht besser ergeht. Fast ein Viertel der Deutschen bekennen sich in den Umfragen zu uns, zur Alternative für Deutschland. Im Osten sind wir praktisch in allen Ländern stärkste Kraft. Und das ist ein Signal der Hoffnung für ganz Deutschland. Dass AfD-Politiker, Bürgermeister, OB, Landräte können und kompetent genug sind, das haben uns Robert Sesselmann, Hannes Loth und Tim Lochner eindrucksvoll gezeigt. Und genau dort werden wir anknüpfen.
Bis zur nächsten Regierung unter AfD-Beteiligung auf Bundes- oder Landesebene ist es also nur eine Frage der Zeit. Nach den Landtagswahlen im September in Sachsen, Thüringen und Brandenburg wird die Brandmauer endgültig auf dem Scherbenhaufen der Geschichte landen. Dass wir so weit gekommen sind, verdanken wir keineswegs nur einer katastrophalen Regierungspolitik. Wir sind zur potenziellen Regierungspartei geworden für ganz Deutschland, weil wir all die Jahre den Kurs der Vernunft gehalten haben. Und weil wir uns weder von Diffamierungen und Verleumdungen noch vom parteipolitisch instrumentalisierten sogenannten Verfassungsschutz haben einschüchtern lassen. Eine Regierung unter Beteiligung der AfD ist für immer mehr Bürger schon lange kein Schreckgespenst mehr, sondern eine Perspektive für eine bessere Politik, eine Perspektive für unsere Heimat, für unsere Kinder und Enkelkinder. Wohl deshalb sind die Zeitungen gerade wieder einmal voll mit diesen ganzen Unkenrufen, wie schlimm es doch wäre, wenn die AfD das Sagen hätte. Aber diese Panikmache, wie wir hören und wie wir auch merken, die zieht überhaupt gar nicht mehr. Die Menschen lassen sich nicht mehr ins Boxhorn jagen und sich über den Tisch ziehen, über diese Regierungspolitik. Die Ampel muss weg. Das ist die Parole der Stunde. Das ist die Parole der Stunde, die gerade in ganz Deutschland auf den Treckern zu lesen ist. Sie erschallt auf den Straßen und Marktplätzen. Und sie ist richtig. Die schlechteste Regierung, die die Bundesrepublik Deutschland jemals hatte, hat unser Land in Rekordzeit noch tiefer in den Graben gefahren als alle Merkel-Regierungen davor. Sie macht die Bürger arm, vertreibt Industrie und Arbeitsplätze und ruiniert das Ansehen unseres Landes in aller Welt. Aber was soll danach kommen? Ist die CDU eine Alternative? Das wisst gerade ihr in Nordrhein-Westfalen so gut, dass sie das eben nicht ist. Außen schwarz, innen grün. Die CDU macht nichts anderes als eine grüne Politik. Wagen wir einfach einen Blick in die Zukunft. Wie sähe ein Deutschland aus, in dem die Alternative für Deutschland Regierungsverantwortung hätte? Es wäre ein Deutschland mit gesicherten Grenzen und einem Grenzschutz, der illegaler Migration und grenzüberschreitender Kriminalität einen wirksamen Riegel vorschiebt und nur jene ins Land lässt, die einen legalen Anspruch auf Aufenthalt in unserem Land haben. Ein Land, mit einem modernisierten Asylrecht, das nicht länger dem Missbrauch zur illegalen Einwanderung Tür und Tor öffnet, sondern an der Aufnahmefähigkeit des eigenen Landes bemessen ist und nur jenen Aufnahme gewährt, die tatsächlich politisch verfolgt sind. Dieses Deutschland hätte ein von Grund auf reformiertes Aufenthalts- und Einbürgerungsrecht, das all jenen offen steht, die sich mit dem Nationalstaat der Deutschen, seiner Kultur und Rechtsordnung identifizieren und einen positiven Beitrag dazu leisten wollen. Dass aber notorisch Kriminellen, religiösen Extremisten und Fanatikern und allen, die seine Aufnahmebereitschaft lediglich ausnutzen wollen, konsequent die Türe weist. In diesem Deutschland hätte die Achtung vor dem Recht und die Gleichheit vor dem Gesetz wieder unbedingte Gültigkeit.
Sonderrechte und Privilegien für bestimmte Gesinnungen und ethnokulturelle Gruppen würden der Vergangenheit angehören. Es wäre ein Land, in dem die Freiheit der Bürger nicht nur Lippenbekenntnis ist, sondern im Zentrum unserer Rechts- und Werteordnung steht. Es wäre ein Land, in dem Grundrechte, Abwehrrechte des Einzelnen gegenüber staatlichen Übergriffen sind und keine zugeteilten Gnadenrechte. Gnadenrechte, die nach Belieben zugestanden oder auch entzogen werden können, nachdem man die Bürger mit Angst- und Panikattacken eingeschüchtert hat, so wie wir das in der Corona-Pandemie gesehen haben. Eine Schande für einen jeden Rechtsstaat, was da passiert ist. Und wenn wir in der Regierung sitzen, werden wir diese Leute zur Verantwortung ziehen. Kinder, ältere Menschen, Senioren in Seniorenheimen, den Besuch zu verweigern, sie einzusperren, unsere Kinder um die Zukunft zu bringen, Jugendliche, Studenten, was ist denn da eigentlich passiert? Wo sind die Konsequenzen? Und dann noch was, diese Wahllüge zur Bundestagswahl 2021, jeder von diesen Leuten, von den Spitzenkandidaten, hat dem Wähler knallhart ins Gesicht gelogen und hat sich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. 3 Wochen später war das Thema und verhindert haben wir das, die AfD. Unfassbar. Und wir waren das nur im Parlament. Viel wichtiger ist aber zu erwähnen, die vielen Menschen, die jeden Montag bei jedem Wetter, bei jeder Temperatur auf die Straße gegangen sind und gegen dieses Unrecht demonstriert haben. Danke an euch. Danke. Die Gerichte hätten in diesem Land die vornehmste Aufgabe, unbestechlich Recht zu sprechen, ohne Ansehen der Person und der Gesinnung. Ne, wir merken, wie weit weg das teilweise ist, wenn ich das sage. Die Besetzung der obersten Richterämter wären dem Einfluss der Parteien entzogen und die Staatsanwaltschaften wären von den Weisungen der Justizminister unabhängig. Das Staatsvolk, die Gesamtheit der Staatsbürger ist der Souverän. Und der sollte seine Stimme nicht nur in Parlamentswahlen abgeben, sondern auch in Volksbegehren und Volksentscheiden über die zentralen Fragen direkt abstimmen dürfen. Wir als AfD sind für die direkte Demokratie. In diesem Land gäbe es eine vielfältige Medienlandschaft ohne Wettbewerbsverzerrung durch einen üppig durch Zwangsgebühren finanzierten öffentlichen Mediensektor, der seine journalistische Unabhängigkeit längst in klientelpolitischen Abhängigkeiten und ideologischem Missionierungswahn verloren hat. Steuergelder würden sparsam erhoben. Eine gute Regierung achtet, was sich der Bürger in harter Arbeit sauer verdient hat, und beansprucht davon nicht mehr, als für die Erfüllung ihrer wenigen Kernaufgaben unbedingt erforderlich ist. Eine gute Regierung respektiert das Eigentum der Bürger
und vergreift sich nicht mit Vermögens-, Erbschaftssteuer oder anderen Substanzsteuern daran. Ein gut regierter Staat bevormundet und gängelt seine Bürger nicht. Er verteilt ihr Geld nicht in alle Welt und auch nicht an ideologische Lobbygruppen und Günstlinge, um sich mit neofeudalen Methoden Gefolgschaft zur Stützung der Herrschenden zu erkaufen. Er lässt dem Steuerzahler so viel wie möglich netto vom Brutto in der Tasche, damit er für sich selbst, seine Familie und seine Zukunft sorgen kann. Er mischt sich nicht in seine private Lebensgestaltung ein und auch nicht in die Erziehung unserer Kinder. Und er maß sich nicht an, vom Kind bis zum Greis die Bevölkerung ideologisch zu indoktrinieren. Eine gute Regierung weiß, dass bürgerliche Mittelschicht und unternehmerischer Mittelstand das Rückgrat von Wohlstand und Prosperität eines Landes ist. Sie achtet die unternehmerische Freiheit und sorgt lediglich dafür, dass innere und äußere Sicherheit, rechtsstaatliche Ordnung und funktionierende Infrastruktur ein leistungsorientiertes und weltanschaulich neutrales Bildungssystem sowie soziale Fürsorge für diejenigen, die nicht für sich selbst sorgen können, gewährleistet sind. Ein funktionierendes Deutschland hätte seine eigene starke Währung, die sicherstellt, dass das von den Bürgern erarbeitete Volksvermögen im Land verbleibt und seinen Wert erhält. Es hätte eine eigene unabhängige Zentralbank, die es nicht zulässt, dass die Politik die Bürger über die Inflation, die unsozialste aller Steuerarten, schleichend kalt enteignet. Eine verantwortungsbewusste Regierung käme deshalb auch nie auf den Gedanken, in einer Währungsunion zu verbleiben, die anderen Regierungen das Schuldenmachen auf Kosten der eigenen Steuerzahler ermöglicht, während das Vermögen der eigenen Menschen, der eigenen Bürger weginflationiert wird, wie wir alle erleben. Ohne funktionierende, sichere und günstige Energieversorgung keine florierende Wirtschaft. Die Explosion der Energiepreise bedeutet in Verbindung mit hoher Inflation einen Abfluss von Volksvermögen und einen Wohlstandsraub und Kaufkraftverlust, wie ihn die Bundesrepublik Deutschland noch nie gesehen hat. Statt seine Landschaft weiter mit teuren Windrädern und Solarspiegeln zu zerstören, die bei Dunkelheit und Flaute doch keinen Strom liefern, würde eine vernünftige Regierung deshalb die Energiewende stoppen, den Wiedereinstieg in die Kernkraft in Angriff nehmen, Öl und Erdgas dort kaufen, wo es am günstigsten ist, und eine ruinöse Sanktionspolitik beenden, die vor allen Dingen dem eigenen Land schadet. Es versteht sich von selbst, dass eine Regierung mit Selbstachtung niemals hinnehmen würde, wie eine der vitalsten Energieversorgungsstränge vor der Nase weggesprengt werden, ohne irgendwie zu reklamieren und Aufklärung zu fordern. Vielmehr hätte ein gut regiertes Deutschland eine funktionierende Armee, die von Verbündeten und Gegnern auch ernst genommen würde, und eine Außenpolitik, die auf Ausgleich und gute wirtschaftliche und politische Beziehungen mit allen Nachbarn und Großmächten bedacht ist. Es würde eine Diplomatie betreiben, die sich nicht von Stimmung und Ideologien in kriegerische Auseinandersetzungen hineinziehen lassen würde, sondern als ehrlicher Makler für den Frieden eintritt.
Es hätte eine Außenpolitik, die stets die Interessen des eigenen Landes im Auge hat und mit Vernunft und Geschick vertritt und sich nicht mit weltfremder Schulmeisterei und moralpolitischem Größenwahn zum Gespött der Welt macht. Sie wissen, welche katastrophale Fehlbesetzung von Außenministerin ich meine. Liebe Freunde, diese Aufzählung ließe sich noch lange fortsetzen. Entscheidend ist aber, dass wir das Wesentliche nie aus den Augen verlieren. Wir wollen nicht einfach nur regieren anstelle der anderen. Das will die Alternative für Deutschland nicht. Denn uns geht es nicht um Macht und Ämter als Selbstzweck. Wir wollen regieren, weil wir eine ganz klare Vorstellung haben, wie wir Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße stellen wollen. Uns leitet die Überzeugung, dass der souveräne Nationalstaat die Grundlage von Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung ist. Wir wissen, dass verantwortungsbewusste Politiker Diener und nicht Gouvernanten der Bürger sind und dass die selbstbewusste Vertretung nationaler Interessen ihre vornehmste Aufgabe darstellt. Deshalb treten wir für ein Deutschland ein, das auf den Respekt vor der Freiheit, die unbedingte Achtung des Rechts und der Gleichheit vor dem Gesetz und auf die Einigkeit in der Verteidigung dieser Werte gegründet ist. Dafür wollen wir uns einsetzen in den Wahlkämpfen, die vor uns liegen, in der Europawahl, in den Kommunalwahlen, in mehr als der Hälfte aller Bundesländer und im nächsten Jahr auch bei euch hier in Nordrhein-Westfalen, in den Landtagswahlen in Ost und West und in der nächsten Bundestagswahl. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, wünsche ich Ihnen und euren Familien ein frohes, neues, erfolgreiches, ein gesundes Jahr 2024. Dankeschön. Dankeschön.